Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde Stoneheart. Es beginnt auch schon gleich damit, dass wir den nächsten Händler hier bei uns haben. Ein Meister Steinmetzkarren kommt. Wir gucken mal, was der so anzubieten hat. Eigentlich möchte ich das gerne selber alles herstellen. Aber Eisenerz war, glaube ich, so etwas, was uns gerade noch ganz schön fehlt. Ich gucke gerade mal hier so ein bisschen. Nee, da ist aber halb hellblau ist hier aber zu sehen. Ja, das ist also jetzt noch da. Kohle haben wir auch. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Also Eisen müsste eigentlich jetzt laufen. Ich würde jetzt mal sagen, das brauchen wir alles doch nicht. Hier Lämpchen und so können wir eigentlich selbst herstellen. Ja, schade. Also, tut mir leid. Wir haben eigentlich alles, was du jetzt schon da hast, was du verkaufen willst, haben wir eigentlich auch auf Lager. Das Einzige, was wir nicht brauchen, sind eigentlich hier die ganzen Felle. Die können wir verkaufen. Das gibt richtig Geld. Die hauen wir einfach mal raus. Die Varanushaut heben wir uns auf, weil die brauchen wir nämlich für, achso, da habe ich auf das Geld geklickt. Die Varanushaut brauchen wir für irgendeinen dieser Getränke. Oder Tränke. So, wir gucken mal, was es sonst noch so alles gibt. Hier Fleisch brauchen wir natürlich selbst. Hier Essen muss natürlich immer da sein. Diese Lampen hier für die Wandmontage. Warum hatten wir die gebaut? Achso, das sind ja, sind das hier die normalen? Nee. Oder? Doch, das sind die normalen für die Häuser. Brauchen wir auch. So. Was haben wir denn hier noch? Wir haben natürlich wieder hier eine ganze Menge von denen. Da verkaufen wir wieder welche von. Gibt es irgendwas, was mehr Geld bringt? Nee, nicht so. Aber wir haben jetzt schon wieder hier 1200 Goldstücke uns besorgt. Tägliches Update. Haben wir geschafft. Haben wir geschafft. Und das haben wir auch geschafft, weil wir gerade so viele Sachen verkauft haben. Das heißt, wir bekommen jemanden Neuen dazu. Oh. Das bedeutet natürlich auch, dass wir wieder hier unsere Sicherheitsschranke öffnen müssen. So, einmal bitte die Sicherheitsvorkehrung hier vorne aufheben. Danke. So, jetzt müssen wir auf unsere Wache aufpassen, dass die nicht sofort losspurtet. Der will nur das Ding da holen. Was ist eigentlich das da? Ein Kohleklumpen. Oh. Sieh mal an. Der haut einfach ab. So, hier. Das haben wir ja selber rausgesetzt. Ja, ich würde sagen. Geh mal da rein und dann machen wir hier wieder die Tür zu. Ich muss mal daran arbeiten, dass wir jetzt zum einen mehr Wachen bekommen. Aber ich will jetzt auch mal. Moment mal. Ich muss das erstmal hinsetzen. Das muss so. Das mit den Pfeilen habe ich noch nicht so richtig verstanden, in welche Richtung die zeigen müssen, wenn wir irgendwas setzen. So, wird wieder zugemacht, gell? Ich will erstmal gucken, dass hier zugemacht wird. Das ist ganz wichtig, sonst haut unsere Wache nämlich ab. So, Tür ist wieder zu. Wir sind wieder hier in Sicherheit. Hier oben war irgendwie das letzte Mal noch so eine Monsterbasis. Die wollen wir natürlich nicht da haben. So, ich habe hier noch 3 Betten stehen. 4 Betten. So, wie viele Einwohner haben wir? 20. Da müssen wir also jetzt nochmal dran arbeiten, dass wir hier nochmal so eine Unterkunft bekommen. Das sind ja hier 4 Leute schlafen in diesen Häusern. Mhm. Wir haben, warte mal, wir gucken nochmal nach, wie viele Betten wir jetzt haben hier. Wir gucken mal von oben. Das hier sind 6. Dann haben wir hier sind noch 6 und 12. Dann haben wir hier sind 16. Da haben wir noch 4, sind 20. Und es kommen ja noch Häuser dazu. Also momentan sind wir gut abgedeckt. Jeder hat was zum Schlafen. Ich will natürlich, dass die hier auch schön eine Unterkunft haben und so. Ach so, genau. Brauchen wir jetzt noch eine brauchen wir jetzt noch so ein Schlafhaus? Nee, bauen kein Schlafhaus mehr. Wir bauen jetzt hier mal. Wir könnten hier. Ach, da muss noch der. Hier muss noch die Straße. Nee, die Straße muss da nicht gebaut werden. Ach, wir haben die Straße da weggemacht. Deswegen ist hier dieses komische Ding. So, auf nochmal setzen. Hier selbst designt Straße. Und zwar hätte ich hier gerne. Ist natürlich alles nicht die. Man kann hier leider den Boden nicht wiederherstellen, so wie er vorher war. Das ist doof. Was war das denn? Plonk? Was war denn hier Plonk? Hä?
Hier wird irgendwo gekämpft. Da. Naja gut, das interessiert uns nicht. So, wir wollen jetzt hier das wieder zubauen. Und ja, da gibt es leider nicht diese Steine. Wir bauen mal hier so zu. Bearbeiten, bauen, ja, lass mal losschießen, Tür zu. Gut, das soll zugebaut werden und da wird auch gleich damit begonnen. Gut, wenn das jetzt fertig gebaut ist, dann könnte man da hinten... Ne, wir haben ja hier vorne eigentlich noch ein bisschen Platz. Wir können ja vorne erstmal eigentlich alles ein bisschen mehr noch... Nee, ich möchte gerne von hier aus da reingucken können. Ja, hier sieht man es. Der Boden hat halt ein bisschen eine andere Farbe, aber ich glaube, wir haben es schon ganz gut getroffen mit dem, was wir jetzt genommen haben. Dann würde ich vorschlagen, dass wir hier nochmal ein paar Häuschen hinsetzen. So, und dafür nehmen wir nochmal hier das da. Nee, das da. Nee, verschwinde. Na, wo ist es denn? Bin ich jetzt doof? Ah, hier. So, hier liegen noch ein paar Steine rum. Die lassen wir natürlich noch einsammeln. Dann ist natürlich jetzt hier Jagdgebiet. Bis wohin denn? Bis dahin. Eindringlinge nähern sich. Ich bezweifle zwar, dass die sich hier eindringen können, aber naja. So, dann würde ich gerne hier eigentlich noch eine Hütte hinsetzen. Es kommen ganz viele, die hier arbeiten wollen. Aber wir machen vorher nochmal Folgendes. Wir setzen hier nochmal ein paar von meinen Lieblingsfackeln, damit es hier Licht, damit es hier hell wird. So, an den ganzen Kreuzungen hier setzen wir erstmal eine Fackel. Damit hier das auch schön beleuchtet ist bei Nacht. Mittendrauf, ist das gut? Ja, ich glaube, hier sieht das ganz gut aus, aber hier so an der Straße machen wir das anders. Dann machen wir das... Hier so in die Ecken würde ich vorschlagen. So. Und... Hier dazwischen. Hier dazwischen. Ich höre einen Golem hier rumlaufen. Wir müssen gleich mal gucken, wo der sich aufhält. So, wo ist der? Wir bauen zu. Und wo ist der Golem? Hier oder was? Nee. Ist das wieder hier hinten? Oh, das hörst du halt auch quer durch die ganze Karte, hörst du das. So. Jetzt kann man bei euch gucken, ob ihr genauso viel seht wie ich hier. So, da wird jetzt wieder neue Fackeln gebaut. Die machen aber gar nicht mehr so viel Licht wie vorher. Ah, was denn das? Die haben doch sonst immer unsere ganzen Gebiete hier gut beleuchtet. Jetzt sind die zwar hier, aber die machen gar kein Licht mehr. Das finde ich ja gerade so ein bisschen doof. So, wir gucken mal hier. Wir können hier immer noch keine Setzlinge herstellen. Ich weiß nicht, ob das bei den Rajas Kindern immer so ist, dass die keine Setzlinge herstellen können. Nee, das lassen wir mal da. Und dann machen wir hier, das machen wir ein bisschen anders, das machen wir ein bisschen kleiner. Hier soll nichts gelagert werden. Nichts. Was ist denn das für ein Schmuh? Da ist ja nichts eingestellt. Dann könnten wir das auch wegmachen. Ja, dann machen wir das weg, oder? Ja, komm, dann weg. Wenn hier nichts gelagert ist, dann machen wir es weg. So, und hier die Fallen. Ja, die Fallen, die Fallen. Soll ich dich Platz haben wir gar nicht für den... Für den Fallensteller haben wir gar nicht so richtig Platz. Ist ein bisschen doof. Wenn ich das jetzt wegmache, hat er echt ein Problem. Und er soll ja für uns ein paar Tierchen fangen. Wir machen hier nochmal ein neues Fallenstellergebiet, nämlich hier.
Und wir geben ihm nochmal. Oben laufen auch Tierchen rum. Wir müssen natürlich auch eine Stelle finden, wo der was zu tun hat. Also wo auch kleine Tiere rumlaufen. Weil das hier will ich jetzt kleiner machen. Wir machen das erstmal kleiner jetzt so. Das hier muss weg. Dann machen wir jetzt ein neues Feld. So. Das soll erstmal bis dahin gehen. Das ist okay. Warum ist hier diese Auswahl? Man kann doch eh sowieso nichts anderes auswählen. Vielleicht kommt da später noch was. So, dann haben wir hier, können wir eigentlich auch noch was dazwischen schieben. So, dass der möglichst viel zu tun hat hier. Also möglichst viel Platz hat, um was zu tun. So. Gut, das machen wir zu. Und jetzt kommen hier natürlich noch ein paar neue Gebäude hin. Wir gehen mal hier. Diese Lehmhaus für zwei finde ich eigentlich zu groß. Das sieht halt so aus. Und man kriegt halt fast nichts rein. Aber immer die kleinen bauen ist auch ein bisschen langweilig, oder? Aber wir haben halt auch ganz viele. Das ist ja eigentlich noch eine Erweiterung hier für unser Industriegebiet. Oder soll ich das doch hier drüben hinbauen? Ich drehe das mal. So. Da ist aber zu wenig Platz. Da kann ich dann kein Lager vor dem Haus machen. Das ist auch doof. Pass auf, wir gehen doch wieder hier drüben hin. Da können wir ein bisschen mehr Lager vorm Haus machen. So. Hier rüber. So mit Durchlaufplatz. Da können wir hier eine Hütte hinstellen. Und die lassen wir natürlich so. Oder wollen wir die... Wir lassen die mal so. Na. So. Und wir bauen noch mal so ein Ding. Mit Dreier. Mit Dreier Abstand. Warte mal, das sind 5 Abstand, da ist dann so ein bisschen... Wir hätten das noch ein bisschen drüber setzen sollen, weil wir kriegen hier eh nicht noch ein Häuschen hin. Dann machen wir hier mal ein bisschen mehr Platz. Da kommt dann die... kommt hier eine Industrie hin, die mehr Platz braucht. Also hier zum Beispiel, da können wir einfach... Das hätten wir hier drüben hinsetzen sollen, das wäre besser gewesen. Das hätte... wäre symmetrischer gewesen. Ich setze das mal hier hin. So... Kann ruhig so gebaut werden. Ich finde die so ganz nice. Jetzt habt ihr da aufgehört zu bauen und baut jetzt da weiter. Na ja, gut. So, das sollen die jetzt erstmal bauen. Wenn die das gebaut haben, dann bauen wir hier noch Straßen und solche Sachen. Wo ich mich jetzt nochmal... Hier, Meister Steinmetzkahn kommt schon wieder vorbei. Der war doch gestern erst hier. Ja, keine Ahnung, ne? Tägliches Update. So, wir haben niemanden dazugekriegt. Das ist auch ganz gut so, weil momentan möchte ich gar nicht mehr Leute haben. Wir gucken gerade mal, wie viele Leute wir gerade so als Arbeiter da haben. Ja, wir können also jetzt hier eigentlich noch ein paar Leute ernennen. Wo fehlt es denn eigentlich gerade so ein bisschen dran? Hier. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Kräuterarzt. Wir müssten also noch ein Kräuterärztchen dazu nehmen. Hier, Inak ist eigentlich ganz gut von den Werten her. Inak ist ganz gut von den Werten her. Wir machen tatsächlich mal Inak hier. Irgendjemand ist Level 2 geworden. Ich konnte jetzt aber nicht sehen, was es ist. Beim Schreiner müssen wir Kräuterarztstäbe bauen. Hier. Beim Schreiner. Ah, der Schreiner ist ja das Problem. Wir haben ja noch keinen Schreiner. Ja, der Schreiner. Der Schreiner hat natürlich auch das Problem, dass wir kein Holz haben. Ja, da kommen wir wieder zu dem Problem, wo kriegen wir Setzlinge her? Das ist dieses Setzling-Problem. Wenn ihr da irgendwie mal was wisst, wie man Setzlinge hier bekommt, bei der Wüste, das wäre ganz gut, wenn ihr mir das mal schreiben würdet, weil ich gerade nämlich so ein bisschen, ich weiß gerade nicht, wie wir das so mit dem Schreiner machen sollen. So, sagen wir jetzt mal, Inak soll Schreiner werden. Schreiner. Das glaube ich, das hier. So, da brauchen wir eine Schreinersäge vom Schmied. Und die haben wir nicht. Was? Wieso? Wo ist denn der Schmied? Hier ist der... Nee, das ist der Schmied. Ich will immer da draufklicken.
Weil ich immer glaube, dass wir hier so eine Esse, so ein Ding hier. So, pass auf. Schreiner, Schreiner, Schreiner. Schreiner, Schreiner, Schreiner. So, hier. Ach, das war wieder das mit dem Stahl. Okay, wir hangeln uns hier so durch. Sekunde. Stahl. Stahl ist auch gar nicht auf Auto-Level gesetzt. Pass auf, wir machen das mal folgendermaßen. Dauerhaft soll eigentlich immer 20 Mal, wir haben ja alles auf 20 gesetzt, dauerhaft soll jetzt 20 Mal auch Stahl auf Lager sein. Und hier oben fehlen die Baustoffe sozusagen. So, Silberbarren haben wir noch nicht da. Hier Ritter-Dingsbums sollen auch immer 4 auf Lager sein. Huch. 4? Ja, doch 4. So, hier das hier. Ist nicht möglich, weil wir keinen Stahl haben. Wir müssen mindestens einen Stahl haben, dann kann das losgehen hier. Kümmert ihr euch gerade darum? Nee, nicht so. Q. Sieht mir aus, als ob wir nur einen Schmied hätten. Warte mal, hier. Wir haben auch nur einen Schmied. Also Inak wird jetzt erstmal Schmied. Schmied, 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 Schmied. Ja. So, jetzt haben wir schon mal 2 Schmiede. Dann kann das da jetzt mal richtig losgehen. Jetzt müssten wir natürlich hier auch noch... Vielleicht müssen die auch umziehen, weil die auch so ein großes Ding hier haben. So ein großes... Die Esse ist halt sehr groß. Da kann ich, glaube ich, nicht noch eine Esse dazwischen quetschen. Den Töpfer, da könnte man das zweite noch hier hinsetzen. Das wäre okay. Aber hier der Schmied braucht viel mehr Platz. Da könnte man jetzt hier den neuen nehmen, das neue Gebäude hier nehmen. Weil da einfach mehr Platz ist. So, und dann können wir hier eine kleine Produktion noch hinmachen. So, hier ist noch wieder Früchtchen. Die können wir schon mal einsammeln. Schwupp. Ah nein, nicht fällen. Entschuldigung, Entschuldigung. Nicht fällen, sondern... War das doch so? Also, da glaubt man ja, ich hätte schon wieder wochenlang nicht gespielt, aber es ist nur ein paar Tage her. So, wir nehmen mal das hier und machen hier hinten auch nochmal Kaktusfrüchtchen, so. Und, wie sieht es denn hier mit, mit dem Füllstand aus? Das ist ja auch schon relativ voll hier, gell? Und hier ist auch relativ voll mit Essen. Wir könnten also noch, wir haben noch Kisten auf Lager. Wir können ja noch ein Kistchen aufstellen. So, wir haben ja hier noch 4 Stück. Dann bauen wir hier nämlich noch Kisten hin. Vielleicht stellen wir hier noch eine hin. Und hier vielleicht noch eine. Und hier drüben ist ja noch eine Kantine. Genau. Hier ist ja noch eine Kantine. Dann stellen wir hier auch noch ein Kistchen hin. So, haben wir auf jeden Fall wieder Platz geschaffen für mehr Futter. So. Das wäre ja schon mal ganz gut hier. Die ziehen nachher um, hier oben in das neue Gebäude. Das ist mehr Platz und so. Und dann müssen wir jetzt mal gucken, dass wir das mit dem Schmied hinbekommen. Jetzt gucken wir nochmal hier an die Esse. Ob wir jetzt hier einstellen können. Es fehlt immer noch Stahl. Was machst du denn hier? Jetzt sind es doch 2 Schmiede. Wo seid ihr denn hier, ihr 2 Schmiedchen? So, wir gucken mal, wo die Schmiede sind. Einmal hier. Ach, jetzt kann man das Fenster da nicht zumachen. Ja. Hier, da steht da rum. Was machst du da? So, untätig und untätig. Ja, ihr könnt da schon was anderes herstellen, oder wie ist das? Geht das nicht, dass ihr irgendwas anderes herstellt oder so? Sollen wir vielleicht das andere mal nach oben schieben? Vielleicht hilft das, wenn wir jetzt hier sagen, Stahl ist ganz wichtig. Und Ritterschilde sind auch ganz wichtig. Ja, also pass auf, das machen wir mal so. Und Sekunde.
Die machen aber auch hier nichts. Was macht denn der zweite Schmied? Der ist hier. Der steht da rum. Ja, das sind, hier sind unsere zwei Schmiede, oder was? Die stehen einfach nur hier rum. Nee. Das ist jetzt der Schmied. Jetzt gucken wir mal, was der macht. Der läuft jetzt hier rüber und holt sich was zu essen. Der lagert Essen ein. Warte mal. Sekunde. Was fehlt? Ah ne, Erze fehlen. Ich dachte gerade, es fehlt vielleicht Holz. Wenn ich das jetzt hier... Wenn ich jetzt sage, hier Kupferbahn entfernen, macht er dann tatsächlich... Wir machen das jetzt mal, wir testen das mal. Ich werf das mal raus. So, jetzt gucken wir mal, ob das hier noch drin steht. Ne, dann entferne ich das hier komplett. Jetzt habe ich das aber rausgeworfen. Überspringt er das nicht, wenn das nicht da ist? Oder was? So, jetzt machen wir mal Kupfer hier nochmal. Ja, ist nicht da, ich weiß. Das ist natürlich jetzt doof. Oder hat er vielleicht keinen Platz, wo er... wo er die Barren hinlegen kann. Kann das sein, dass das... Nee, hier waren auch die Barren gelagert. Das ist auch okay. Ich weiß nicht, warum die Karte nicht hier weiterarbeiten. Vielleicht muss man denen tatsächlich doch noch so eine zweite Esse hier geben zum Schmieden. Wie sieht es denn aus, wenn wir die... Da ist zu wenig Platz da. Wir müssen denen auf jeden Fall mehr Platz zuweisen. Pass auf, Eindringlinge nähern sich. Wir gucken mal, aber die kommen eigentlich nicht rein. Wie sieht es denn aus, wenn wir jetzt hier noch eine Esse bauen? Bauen wir eine. So, die wird auch grün. Da kümmert er sich auch drum. So, hier ist alles für da. Die könnten damit einfach anfangen. Vielleicht muss ich das mal rauswerfen, damit das erstmal läuft. So, die Esse scheinen schon fertig gebaut zu sein. Wir gucken mal kurz hier in mein Lager. Wenn wir jetzt noch eine zweite hier aufstellen, ist natürlich die Frage, wo stellen wir die hin? Wo stellen wir die hin? Wir müssten halt noch irgendwie Platz haben. Wenn wir die hier drehen, da ist auch nicht genug Platz. Mist. Ich würde sagen, wir stellen die einfach erstmal hier oben hin. Da müssen die zwar einen Moment weit laufen. Ach nee, da ist der Eingang. So, dann müssen die zwar ein Stück weit laufen, aber wir können es ja später dann richtig setzen. Wenn hier oben das fertig gebaut ist, dann tun wir das hier dahin bauen und so. Ich glaube, uns fehlt Holz. Uns fehlt, glaube ich, Holz. Wir müssen, glaube ich, eine Holzexpedition machen. Und wir müssten vielleicht noch zwei Wachen ernennen. Wir haben jetzt zwei Wachen, haben wir auf Lager sozusagen. Oder haben wir jetzt schon... ernannt. Und jetzt müssen wir mal gucken hier. Verstand 5, 4, 2, also 2, 5, 4, 5, 2, 4. Ist auch nicht so toll. Körper wäre, glaube ich, ganz gut, wenn unser Kämpfer da irgendwie viele Punkte hätten. Hier. Den könnte man noch zum Krieger machen. Ich hätte aber gerne eigentlich noch zwei. Schwerter. Holzschwert wird vom Schreiner hergestellt. Naja, das ist ja toll. Das ist ja voll toll.
Also momentan steht und fällt alles mit unserem Schreiner. Wir müssten also jetzt gucken, dass wir... wir könnten natürlich auch jetzt hier Erze einkaufen, aber das finde ich immer so doof, weil es so teuer ist. Das wären halt hier schon gleich 85 Goldstücke, die wir dafür verschwenden würden. Und hier Zinn. Eisen haben wir eigentlich auch noch auf Lager. Das macht eigentlich keinen Sinn, das zu machen. Cola haben wir noch auf Lager. Das macht keinen Sinn, hier was zu kaufen. Der ist schon wieder da. Der läuft jetzt alles vor unserem Dorf auf und ab anscheinend. Was wir gerade gar nicht mehr brauchen, ist Ton. Ton ist gerade hier en masse da. Wir gucken mal, was der so alles herstellen soll. Der soll hier eine ganze Menge herstellen, aber das ist auch alles auf Lager. So, pass auf, wir machen das mal folgendermaßen. Die läuft jetzt auch, aber unsere Schmiede stellen, glaube ich, immer noch nichts her. Wir werfen das mal raus jetzt hier. Ich verstehe nicht, warum die jetzt nicht loslegen. Jetzt endlich. Jetzt beginnt er das herzustellen. Tägliches Update. Da haben wir aber Glück gehabt. Ich wollte nämlich gar niemanden neuen haben. So, wir gucken mal hier in unser Lager. Und wenn ich jetzt mal so gucke, Eisen ist auf jeden Fall noch da. Wir müssen natürlich Kupfer und so weiter, müssen wir dann noch mal gucken, dass wir das halt auch irgendwie noch lagern. Naja. Also wir konnten leider in dieser Folge noch nicht lösen, das Problem lösen, dass wir hier keinen Schreiner haben. Aber ich glaube, wir bleiben da dran. Hier hinten die Baustellen werden auch nicht weiter bedient. Oh Mann, warum läuft das denn gerade so blöd hier? Warum machen die denn nicht, was die sollen? Wer ist da das? Wer steht denn da rum? Der Koch. Der Koch steht da rum. Der Koch hat da jetzt hier hinten irgendwie sein Domizil, oder? Wir gucken mal kurz hier rein. Der soll also das herstellen. Das ist okay. Aber was er natürlich auch herstellen könnte, wäre hier Maismehl. Wir brauchen viel mehr Mais. Der soll dauerhaft immer 10 auf Lager sein. Und hier vom normalen Mehl... Oh, Weizenballen haben wir gar nicht. Weizen haben wir gar nicht. Hier ist auch noch ein Feld, was noch gar nicht bedient ist, oder? Weizen haben wir nicht, weil es das hier, glaube ich, gar nicht gibt. Dann machen wir hier nochmal Mais. Ja, Mais. So. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Sachen, die man da anbauen kann, ob das irgendwann mehr wird. Bei unserem anderen Spiel hatten wir da ganz viele Sachen, die wir auswählen konnten. Ich weiß gar nicht, ob das hier auch so ist. Naja, wie dem auch sei. Wir machen mal Ende mit dieser Folge. Und in der nächsten Folge geht's weiter. Da gucken wir dann mal, dass hier vielleicht irgendwie so ein Schreiner zusammenkommt. Hier hat gerade jemand geknurrt. Das Problem ist halt, dass du das über die halbe Karte hörst. Hier, der ist das. Machst ganz schön Lärm. Machst ganz schön Lärm. Pass auf, jetzt machen wir nochmal einen Screenshot hier für unsere Folge. Und vielleicht machen wir das so. So. Cursor aus dem Bild. Screenshot. So. Und, ja, liebe Leute, es hat jetzt nicht so viel gebracht, diese Folge. Wir haben jetzt nicht so viel geschafft, aber ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge auch wieder dabei. Dann versuche ich das Chaos mal hier ein bisschen zu beseitigen. Und wenn das hier fertig gebaut ist, dann kümmern wir uns darum, dass hier auch mal so das ein oder andere vielleicht ein bisschen schneller vorangeht, wenn wir das hier oben dann schön alles zusammenstellen. Bis dann sage ich jetzt mal Tschüss, macht's gut und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.